Ja, schön. Super Trumps, ja. Übrigens, seid herzlich gegrüßt und einen schönen guten Tag. Wir befinden uns wieder hier in wärmeren Gefilden, in Warant. Ich habe mich überschiffen lassen von dem guten Ernst. Und jetzt gilt es natürlich nochmal auf unsere Logbucheinträge zu gucken, zum Beispiel der verborgene Tempel. Ich soll also nach Warant, wo wir uns auch befinden. Dort muss ich noch bei Mercurius die alte Sprache lernen, bevor ich in diesen verborgenen Tempel von Tadmor hinein gehe. Also, dann wollen wir mal zu Mercurius uns mal herüberfetzen. Die richtige Rüstung haben wir ja an. Die schöne Nomadenrüstung. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen einrendern. Das dauert immer ein bisschen, aber egal. Ach, was bin ich jetzt schon wieder hier? Süddialekt verfallen. Ja, Herr Mercurius, ich hoffe, so, nochmal hier ein bisschen oben gucken, nach unten gucken, das ist ja ein 3D-Spiel. So, jetzt dürfte es stimmen, Polygone sind drin. Und, auf zu Mercurius. Sag mal, hast du, Bruce, was hast du jetzt hier für eine Haltung angenommen? So, ich habe jetzt alle Runensteine gefunden, kannst du mich heilen, handeln? So, aha. Was ist denn jetzt passiert? Wieso kann ich denn da jetzt nicht die Sprache lernen? Hab ich irgendwas übersehen? Haha, ich weiß warum. Ich habe sie ja schon lange gelernt, die Sprache der Erbauer. Wenn wir nämlich unter allgemeine Infos mal gucken. Oh, hier gibt es noch Schildkampf. Beherrsche jetzt die starke Schildparade, Würfelspiel. Das habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Oh, wenn man das macht, hängt sich die Animation auf. Oh gut, okay. Hatte ich ja mal live gestreamt. Genau, das ist auch Wasserpfeffer. Gut, okay, das kennen wir eigentlich schon alles. Ja, jetzt passt mal auf, die Sprache der Erbauer. Mercurius hat mir ja schon die Sprache des alten Volkes beigebracht. Das wird mir sicher helfen. Ne? Also, ist das schon mal erledigt? Hatte ich schon im Vorfeld gemacht. An dieser Stelle hatte ich das wohl vergessen. So, du sitzt auch da lustig rum. Okay, trotzdem werden wir mal speichern. Dann wollen wir mal gucken und die Karte von Tadmor herauslösen. Gucken, wo die ist. So, da hätten wir sie. Wir sind ja unten südlich bei den Nomaden. So, aber es gibt ja einen verborgenen Tempel. Wo könnte der wohl sein, liebe Freunde? Ja, es gibt ja so einen verbogenen Tempel. Also der verborgene Tempel, aber durch den komme ich erst durch Biegung, durch Zeit und Raum hin. Also von Zeit und Raum. Und zwar in Form einer Teleporter-Plattform. Und dieser Tempel ist doch da, wo diese riesige Steinfigur wacht. Ne? Da, wo jetzt da das, wo ich den Fokus hingebracht habe. Und da ums Eck, da Richtung Pass, ne? Da wird es sein, da werde ich mich mal eben schnell hinbegeben. Ja, da ist ja diese Puppe, diese Steinpuppe. Genau. Okay, das ist das göttliche Artefakt. Und dann geht's hier drauf. Schwupps. Ja, und dann gab es irgendwo einen Schrein und ich meine, rechts von dem Schrein ist noch eine Truhe und noch so ein Heinz. Ja, genau, da ist der Schrein. Mal gucken. Den habe ich ja schon gelesen, ne? Ja, okay, hier ist nichts mehr drin, hat einer ausradiert. Okay, Escape drücken. So. Ich glaube, das hier müssten wir dann nochmal als Hinweis lesen. Und siehe da. Der verborgene Tempel, der Tempel im Tempel. Die Residenz Adanos auf Erden geschützt durch Türen, wie die Mauern scheinen kann. Betrete nur, also wie die Mauern scheinen kann, betrete nur der Kühn, voranschreitet, die Tempelporte zum Tempel des Pendels findet und der Wachenauges die Türen öffnen kann, dem ungeweihten Verborgenen wir sind. Wer die Türen zu öffnen versteht, das Schiff der Totenwelt findet und über den Wald voranschreitet, wird betreten das Tal, wo Adanos Heiligtum steht. Auf hohem Berg des Heiligtum doch wisse,
Geschützt sind Wege und Pfade von den Wächtern, die bestrafen jeden Frevler, der nicht berufen ist, den Berg zu betreten. Der Fluch Adamas wird dich treffen, den treffen, der kommt, um das Heiligtum zu entweihen. Furchtbare Strafe wird treffen, der gekommen ist, um zu räubern. Was Adamas nur seinen Erwählten hat bestimmt, denn nur dieser darf den heiligen Boden, den heiligen Tempel betreten. Mein Gott, das ist ja noch schwieriger zu lesen als jede Shakespeare. Geschichte. So, Truhe, die hatte ich nämlich nicht aufgekriegt. Achtung, fertig, wumm! Reines Mana, reine Lebensenergie, Steintafel des Pendeltempels und eine Schatzkarte der Pendelhöhle. Yes, Sir, this is great! Okay, mal speichere hier. Und gucken, was das Logbuch sagt. Aha, das göttliche Artefakt. Der Teleport-Channel hat mich... Okay, das ist, hat sich nochmal wiederholt. Dann die Himmelsscheibe. So, ich habe etwas Wichtiges über den verborgenen Tempel erfahren können. Der Weg dorthin führt scheinbar über den Pendeltempel, den man über einen Teleport in der Oase von Uga erreichen kann. Na, ein Glück, weiß ich, wo Uga ist. Ich muss dort nach einem geheimen Schalter suchen, der eine Geheimtür öffnen soll. Der Bericht warnt aber jeden unberufenen Tempel zu betreten. Es scheint also sehr, sehr, sehr gefährlich zu werden, zu scheinen. Und überhaupt gucken wir mal jetzt nochmal nach dieser Steinplatte, die ich gefunden habe. Gibt es hier noch irgendwelche Tränke? Nope, keine neuen Tränke, Bonus-Tränke. Jetzt gucken wir mal die Steintafel. Zum Beispiel, ist das die Steintafel des... Nee, das ist sie nicht. Das ist ja, die, wo dieser Spruch drauf steht. So, sonst noch was? Nein, dann unter Verschiedenes. So. Da. Ja, okay, da habe ich 13 Stück. Alte Steintafel, eine graue Steintafel, gut. Dann gucke ich doch mal... Ach, hier, da ist noch eine. Ist das die... Steintafel Pendeltempel. Ja, ein alter Text gefunden in Pharan. Ich kann die ja lesen, oder? Genau. Oh, suche doch! Willst du den heiligen Tempel des Tempelpendels betreten? So gehe zu dessen Eingang. Sein Wächter, ja, das ist ein bisschen so schwubbel, wird auf dich warten. Adanos wird richten, ob du berufen bist. Spiros, der Hohepriester. Pendeltempel. Dann gucken wir mal auf die Karte. Wo die ist, da gehe ich mal eben. Ja, und zwar hier zur Pendelhöhlen-Schatzkarte rüber. So, was ist das denn? Art Deco? Monet? Picasso? Nee, für Picasso ist es zu offensichtlich. Naja, okay, das scheint dann wohl. Ach, der Obbe. Alles klar, der Obbe im Gang ist es. Gut, dann gucken wir uns das mal an, indem wir nach Uga fetzen. Vorausgesetzt, ich komme hier raus. Okay, ich habe mal hier eine Assassinen-Magier-Robe angezogen, weil in Uga sind ja die Assassinen dort. Okay, Hallöchen. Jetzt bist du dran. Was? Was ist los? Hallo, nicht hängen bleiben. Was ist denn hier los? Mistkerl. Okay, auf ein neues und dann werden wir mal ganz schnell dann abhauen. Jetzt bist du dran. Ja, ist gut. Jetzt ist also natürlich die Schwelle wohl erreicht, in der jetzt die Assassinen mir auch feindlich gesonnen sind. Gucke ich mal ins Logbuch, wo eventuell das stehen könnte. Aber hier steht noch was anderes. Schatzsuche im Paladin-Tempel. So, ich habe eine Schatzkarte bei dem Assassinen Amat erworben. Sie zeigt mir den Weg zum Schatztempel finden soll. Gut, okay, das hat jetzt... Aha. Das hat sich jetzt noch... dazu gesellt. Im Pendeltempel. Okay, da muss ich erstmal hin. Dann die Himmelsscheibe. Ich habe eine alte Steinplatte gefunden, die dem Wächter des Tempels ruft. Dieser sollte am Eingang des Tempels auf mich warten. Sollte ich mit seiner Hilfe in den Tempel gelangen? Aha. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo dieser lustige Tempel ist. Ja, da doch nicht. Die Karten haben sich auch wieder verschoben. Moment. So, gucken wir uns nochmal hier diese Schatzkarte Pendelhöhle an. Okay. Das ist ein vergrößerter Ausschnitt von... Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Und Zwariko. Links, ganz links oben, wo alter Pendeltempel steht. Da ist rechts dieser Gang. Da muss ich also hin. Also ich muss
Ey, ich muss durch Uga durch und dann da hinten, damit ich an dem Ausgang komme. Das wird ein schwieriges Unterfangen. Ich glaube mal nicht, dass ich hier außen rum kann. Könnte ich schon, aber Uga wäre eine Abkürzung, die ein bisschen kämpferisch wohl vor der Stadt gehen muss. Aber ich möchte jetzt wissen, ob das wirklich so ist, dass die Assassinen mir jetzt alle feindlich gesonnen sind. Schauen wir nochmal. Ja, ja, die sind jetzt alle rot. Jetzt bist du dran. Okay, gut. Von mir aus diese beiden Torwächter. Ich speichere mal. Gut, also. Wieso zieht er jetzt sein Schild nicht? Hallo? Was wird das, wenn es fertig ist? Also. Zack, zack. Du bist angelegt. Sicherheitshalber nochmal den Schild anlegen. Nochmal neu. So. Der zieht mein Schild nicht, liebe Freunde. Warum das so ist, weiß ich nicht. Moment. Ich hab doch gerade eben meinen Geschwindigkeitsring aus- und angezogen. Also jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, was jetzt hier die Kampfmechaniken angehen. Also irgendwie stimmt was mit dem Kampfsystem jetzt nicht. Komisch. Und die Musik ist auch durcheinander. Irgendwie. Mach mal einen Neustart. So, das ist genau der gleiche Effekt, wie als würde die Akrobatik flöten gehen. Ich habe einen alten Speicherstand, also den davor mal eingeladen, dann geguckt, ob, ja, jetzt funktioniert's ja. Kann ich dann, einrendern. So. Oh, da ist er schon. Okay. Oh, ist der schwer. Mistkerl. Okay, jetzt hau ich erstmal ganz weit weg ab. Damit. Ja, schön. Toll. Jetzt holt er noch Verstärkung. So, ich will nämlich eine bessere Rüstung anziehen. Wenn die. Oh, der greift mich schon ab. Warum ist. Oh, tolle Nummer. Wo willst du denn hin? So, ich versuche meine Combo. Tut nicht so richtig. Hallo Torwächter, wo willst du eigentlich hin? Doch nicht runterfallen, bitte. Dafür tue ich das. Schade, schade. Ja, ein bisschen lustig muss auch sein, ne? Vielleicht sollte ich mich erstmal mit der Kampftechnik. Alarm! Nee, ist ja gut. Befreunden. So, kommt denn noch einer? Es kommen sogar zwei hinterher. Na, tolle Nummer. Jetzt läuft er schon wieder da hinten hin. Ach, was soll's. Wenn der so blöd ist. Hallo, ich hab doch zwei gedrückt. Okay, jetzt. Okay. Der hat wohl Suizidgedanken oder was? Soll. Dann müssen wir das mal ausnutzen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, sorry, das wusste ich auch nicht. So, während ich jetzt hier safe stehe, werde ich mal eben kurz wieder mal einen Geschwindigkeitsring an- und ausziehen. So. Nochmal ein paar Trockenübungen hier. Also. Links, rechts, links, rechts. Ach, der macht auch noch einen Schritt nach vorne. Okay. Diese Kombos sind irgendwie so ein bisschen unausgeglichen. Naja, mal gucken, vielleicht kriege ich ja den zweiten Torwächter irgendwie hin. War hier nochmal. Gut, die Giftpfeil habe ich mal eingeworfen. Jetzt will ich doch mal was probieren. So. Aha. Blocken mit. Moment. Also, okay. Aber wieso macht er nicht die ganze Zeit das Ding davor? Wenn ich. Kann er denn eigentlich Pfeile abwehren? Würde mich auch mal interessieren. Hallo? Jetzt bist du dran. Ah, toll. Nee, ich weiß nicht mit Schild, ob das so gut ist. Wo bist du denn? Da ist er noch. Nee, wenn ich jetzt durch ganz Uga laufe, das bringt doch nichts, oder? Nee, gegen die komme ich nicht an. Okay, mal umgezogen. Beste Rüstung, die ich im Inventar habe.
Wie sieht es denn eigentlich mit dem Schutz aus? Okay. Schildparade. Wie kann ich denn mein Schild hochhalten? So, drücken? Nee. Jetzt nützt das Schild wieder nichts. Mal gucken. Jetzt bist du dran! Okay. Also ist das Schild sozusagen nur hinderlich, oder? Dann probiere ich mal eine andere Möglichkeit. Und zwar werde ich das Schild mal wieder abnehmen. So, dann nehme ich es wieder dran. Okay, jetzt hat er es wieder davor. Okay. So. Und dann macht er diese lustigen links, rechts, links, rechts. Nee. Gefällt mir irgendwie nicht. Okay. Abgespeichert habe ich ja. Also hier müsste ich ja auch noch gegen jemanden spielen. Aber jetzt habe ich ja eine Nomadenrüstung an. Aber ich will ja erstmal meine Prämisse verfolgen. Erstmal versuche ich mal hier. Ne, ich glaube, das bringt auch nichts. Zu dem anderen Ausgang zu gelangen. Oh ja. Scheiße. Das bringt auch nichts. Schon wieder der Geschwindigkeitsring von nutzlos. Ach, nee. Also die Kombo bringt nichts. Ich muss definitiv mein Schild mal abnehmen, sonst, ja, weiß ich nicht. Der Schild verwirrt mich irgendwie nur. Und sicherheitshalber nochmal. Genau, da bist du. Gut, da jetzt irgendwie durch ist selbst mal Suicide, weil jetzt alle plötzlich da sind. Gibt es denn irgendwie einen anderen Weg? Müsste irgendwie doch einen anderen Weg finden, da rumzukommen. Ich baldober das mal aus im Off. Ja, so wie ich das sehe, dann bin ich ja in Uga auch dann feindlich. Dann kann ich ja den sechsten Kreis nicht lernen, oder? Naja, Moment mal, Assassin Magier hoch. Ich gehe nochmal hier das Risiko ein, mal zu gucken, ob sie immer noch feindlich gesonnen bleiben, indem ich einfach mal durchrenne. Ich renne jetzt durch zum anderen Ausgang hin. Oh, okay. Nee. Alarm, richtig. Red Alert Klaxon. Alarm! Oh, das Alarm! Ein bisschen Haken schlagen hier. Hier sind auch noch welche. Tschüss. Und ein bisschen hier noch. Damit ich hier nicht von irgendwelchen Pfeilen getroffen werde. So, jetzt mal Richtung Uarsee. So, sind die noch hinter mir her? Okay. Wow. Gucken, Richtung stimmt. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Aber das werden wir in Zukunft im Laufe der Zeit sehen, in den nächsten Folgen. Wie schon gesagt, ich will jetzt da an diese Himmelscheibe ran. Oder ich habe jetzt den falschen Weg gemacht. Man könnte ja gerne in die Kommentare schreiben, so von wegen, du hättest. Ich weiß, ich hätte. Aber ich habe es nun mal so gemacht. Ob das jetzt richtig war oder nicht, das zeigt euch das Licht von Innos. Ja. Ja, jetzt kann ich natürlich auch da nicht mehr mit Mirko Würfel spielen. Oder wo das war, da in der Kneipe. Meine Schlussfolgerung. Sodele, das ist jetzt doch hier. Muss doch jetzt da irgendwo sein. So, ich bin jetzt da. Ach ja, das ist noch weiter davor. Das ist dann hier in der Richtung. Mal gucken, ob es hier neue Tierchen gibt. Wohl eher nicht. Sum, sum, sum. So. Gucken, ob hier der Seitenweg ist. Das müssten wir dann sein. Bo-bo.
Jawohl. Muss ich halt selber nochmal abspeichere. Jupp, dann werden wir auch mal wieder hier eine beste Rüstung anziehen. Zack. Okay, hier fehlt wieder die Mucke. Das ist jetzt doof, keine Musik. Mal gucken. Audio, Musik, aus, an. Ja, okay. Ja, jetzt bin ich ja eigentlich an der richtigen Quellestelle. Jetzt teilt sich hier noch was auf. Jetzt holen wir mal die Karte von diesem Pendelding da her. Da muss ich mal gucken. So, da ist sie. Und während ich sie aufgemacht habe, gab es wieder ein Tagebucheintrag. Schatzsuche im Pendeltempel. Ich habe eine Schatzkarte bei dem Assassinenhändler. Okay, ja. Hat sich wieder erneut eingetragen. So, also hier rum. Jetzt ist wieder das Ding weg. War ich doch schon vor Urzeiten, oder? Fragezeichen. Oh, es regnet. Bei mir fängt es jetzt an zu regnen und zu stürmen. Ja, ach so. Ja, natürlich, liebe Freunde. Ist das Ding an? Das Ding ist an. Jetzt gucke ich nochmal nach. Da muss ich jetzt dann draufsteigen. So, ich mache mal eben hier den Sturm aus bei mir. So, dann geht's mal da rein. Schwuppsiwupps. Uiuiui. Ah, ein untoter Tempelwächter. Moment. Kommt mir irgendwie bekannt vor, als wäre ich schon mal hier gewesen. Und zwar mit einem einer Teleportruine an einen unbekannten Ort. Aha. Hab ich den jetzt... Okay, gucken wir mal, was wir hier im Logbuch haben. Ich habe eine Schatz... Ja, ist klar. Gibt es denn noch was? Ja, alte Steinplatte gefunden? Nein. So, jetzt kommt es natürlich drauf an. Also, kommt mir bekannt vor, dieser Platz. Ja, vielleicht trinke ich mal was, oder? Werde mal eben was Leckeres trinken. So, wie viel haben wir denn? Ach, komm hier. So, dann speichern wir mal. Ja, den habe ich ja schon, ne? Hat der was dabei gehabt? Oh, ich höre Mumien. Okay, dann wird es wohl an der Zeit sein, das Ding hier zu drehen. Ja. Okay. Och, lustig. Hallo, Mumie. Na? Oh. Okay, die sind ja immer rückschrittig hier. Okay. Ha, ich bin ja giftresistent. Giftdrüse. So, schauen wir mal. Okay. Ist besser. Na. Wissen wir, was eingesteckt habe ich? Giftdrüse. Dann schauen wir mal, was es weiter gibt hier. Automatisch auf. Ja, nee. Nein, doch, ja, bitte, danke. Geht nicht automatisch auf. Das liegt daran, weil ich ausgebrannte Fackel. Kann ich die denn nicht hier entzünden? Hier irgendwie ein Schalter? Nein. Und hier am Eingang auch nicht. Da muss ich mal gucken. Muss ich hier irgendwie eventuell mal umdrehen hier? Nee, ich muss nichts drehen hier. Und hier auch nicht. Und
Ich komme hier auch so nicht rein. Biden Z, warum denn das? Also das Ding wird wahrscheinlich mich wieder zurückbringen, da wo ich hergekommen bin, richtig. Okay. Gut. Gucken wir mal, ob es hier irgendwo einen Schalter gibt. Eventuell. Oder hier an ihm. Nee. An ihm gibt es auch keinen Hebel. Man weiß es ja nicht. Also ich weiß es echt nicht. Kann ja sein. So, vielleicht muss ich den hier nochmal drehen. Nee. Der will nicht mehr. Der bleibt jetzt... Nee, doch. Okay. Hat zwar Klick gemacht. Nö. Kann ja sein, dass es das ein Schalter mit zwei Türen ist. Ich kenne mich ja in Scripting nicht aus. Aha. Das ist also nur für die vordere Tür. Okay, das ist dieser Zweistellungsschalter. So, okay. Ja dann. Bleibt's wohl bis hierhin. Und ich komme hier nicht weiter. Ich kann mir nicht vorstellen. Hier gibt's doch auch nichts. Hier kann ich auch nichts auslösen. Das ist ein... Weil hier steht ausgebrannte Fackel. Aber auch nur ganz kurz aufblitzend. Ach so. Alles klar, unser Mann. So, mein Giftpfeil habe ich drin. Ah. Eine Giftmumie mit einem Giftpfeil. So, aber ich will jetzt nicht von ihm gepackt werden. Okay. Ja, manchmal muss ich ein bisschen... Ja, jetzt ist das Ding wieder oft zu sehen. Am Anfang war das nicht so. Ich fass es nicht. Ich sehe was. So, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier so bestimmt eine schmale Brücke mit Pendeln hintereinander. Tatsache. Das erinnert mich an Quake 3 Arena. Ein uralten Spiel von... Also wirklich irre. Wo man durch muss... Ja, und rechts stürzt dann irgendwie runter. Ja, das ist natürlich hier ein bisschen mit Timing versehen, das Ganze. Einmal. Uah. Gut, da sind aber zwei fast parallel laufende Pendel. Nee, der eine langsamer, der andere schneller. Gut, okay. Gut. Abwarten. So, und da hinten ist eine Dampfwumme. Eine Dampfwumme. Nuki, nuki, wum, wum. Das ist sehr gut gemacht. Mal durch. Upsala, nicht zu weit. Genau, ups. Okay, jetzt gehst du wieder hoch. Da sind wir jetzt bis hier hingekommen. Und hier haben wir natürlich wieder ein paar Mumien. Die eigentlich gar nicht mal so ungefährlich sind. Mal gucken, kriege ich die noch hin? Okay, du bist... Oh, Vorsicht, dass ich hier nicht am Rand falle. Okay. Haha, die haben wir auch. Gehen mal die Giftdrüsen aus den Banderolen schütteln. Also es ist schön. Das ist richtig klasse. Erinnert an alte Zeiten. Oder auch in den Film mit Vincent Price, Pendel des Todes. Nur da war einer auf so einem Bett festgeschnallt. Und das Pendel kam immer langsam weiter runter. Ja. Und jetzt höre ich auf für die Folge. Dann geht's in der nächsten Woche weiter, liebe Freunde. Okay. Bedanke mich für euer Zuschauen. Bis irgendwann. Bis nächste Woche natürlich. Tschüss.